immer kommt was dazwischen. Die sehen, dass ich echt die Finger weg. Da kriege ich noch weniger Moral. Jetzt auch wegen Essen. Das Essen. Halt. Was hat denn der Händler? 1200. Kann sich doch kein Mensch leisten. Also ich weiß nicht, was das für eine Rechnung hier ist. Keine Ahnung, was ich da verkaufen kann. Eigentlich brauche ich alles. Holz kann man sich überlegen, aber es ist... Ach, schon mies. So. Dann macht ihr mal die Knochenbrüche weg. Kurz, dass sie mal da sind, wo sie sind. Haben wir noch welche? Nein. Sind alle da. Dann gucken wir uns mal jetzt die Soldaten an. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ach Mist, nein. Da. Dann hat er hier ein bisschen mehr. Fangen wir mal von ganz oben an. Mhm. Eigentlich bringt es ja eh nicht so viel. Weil wenn die mir eh dann demnächst alle irgendwie abhauen. Ah, ich kann neue Rolle. So, was hat denn gefehlt? Oh, Arbeiter bräuchte ich. Mhm. Arbeiter ist wichtig. 754. Der ist schon richtig gut vorangeschritten. Genauso wie der. So, ich mache hier mal alles gleichmäßig. Wenn man noch mehr kriegt, ist natürlich gut. Was ist das? Erholt sich Sanitätswagen? Ja, darfst du auch. Mhm, wunderbar. Da würde ich aber auch... Lokführer. Ich glaube, hier werde ich einen Lokführer freischalten, weil das sieht auch ziemlich eng aus. So. Grenadier, Koch, Lokführer. Machen wir hier auch nochmal. Wenn die Moral schon sinkt, dann hoffentlich, dass ich ein paar übrig habe, die den Zug fahren können. Das wäre richtig mies, wenn das nicht gehen würde. Und die haben alle. Ja, schön. Fünf, fünf, fünf. Ui, fit 8, okay. Dann nehmen wir den hier. Ach halt. Mhm. Gewehrschütze, Koch, auch Lokführer. Gewehrschütze, MG-Schütze, machen wir nochmal einen Kundschafter, obwohl ich da glaube genug hatte. Aber man kann nie genug haben. Da ist auch nochmal einer. Jetzt bräuchte ich langsam wieder einen Arbeiter, ja. Auch sehr wichtig. Der müsste sich eigentlich ausruhen. Warum macht er das nicht? Müde, erschüttert, behandelt. Ach, der ist behandelt, okay. Dann fangen wir doch hier an. So.
dass wenn man längere Zeit nichts mehr gemacht hat, dann hat man eben die Nacharbeit, auch Arbeiter. Weil das habe ich gemerkt, dass Arbeiter und Lokführer ist wichtig, überlebenswichtig am Ende für den Zug. Jetzt möchte ich trotzdem aber mal schauen. Ist jetzt hier jemand drin? Nein. Da sind welche, hier sind welche. Kann ich jetzt noch jemand reintun? Nein. Hier brauche ich keinen. Oh, Geschützposten. Ist gar keiner. Zeig doch die an, die nicht belegt sind. Deswegen kann ich da keinen machen. Ne, sag ich ja. So, minus 1 Grad. Aber ich habe hier 0 Grad, weil ich jetzt schon erweitert habe. Genau. Ach, kann ich sogar das machen. Ah, ist aber keiner frei. Sonst könnte ich das machen. Naja. Wir gehen weiter, weil ich muss ja schnell da hochkommen. Müsste auch klappen. Da hole ich nichts, aber hier hole ich nachher was. Aber es geht mir erstmal da hoch. Also die Waldgebiete muss ich abklappern. Was sind jetzt schon wieder? Mann. Ich mache erst da oben das nächste. Okay. Sprengfalle und 1. Bitte, ist jetzt schon wieder was. Bei Brücken ist auch immer so eine Sache für sich. Hey, 5. Arbeiterrolle. Der Goldzug. Also der Bahnhof entfernt nähern sich Einheimische. Dieses um Essen für die Kinder betteln. Du bemerkst zahlreiche Wachposten mit Maschinengewehren, die allerdings nicht auf die Gleise gerichtet sind. Soldaten von Schönum sehen schwach und ausgemergelt aus. Ein Leutmann der Weißen Armee für dich und dein Berater zu einem Kontrollpunkt, wo ihr im Hauptmann Ilovar Belovov wartet. Major, wie klein die Stadt auch sein mag, Kirchen sind grün oder rot, blau oder gelb. Hell und farbenfroh, doch nichts kann die triste Natur dieses Ortes verändern. Sibirien ist, dem Rabe mit seiner Triade von einem jungen Mann unterbrochen, der einen Satz kurz ans Ende bringt. Sibirien ist unsere Heimat, welche Farbe sie auch haben mag. Och, wie süß. Ein junger Mann, der größer als alle anderen im Raum ist, stellt sich als Hauptmann Ilari Bello vor. Seine Uniform hat schon bessere Tage gesehen, sein Gesicht ist blass und ausgemerkelt, sein Bart zottelig. Wir haben Befehle für Sie aus Tatraska. Ja, ich weiß, zeigen Sie mal. Belov bricht das Siegel und beginnt zu lesen. Woher weiß er das eigentlich? Gut, die haben ja damals schon Morsezeichen gehabt, okay. Aber ich brauche deine Nachricht darüber mitnehmen können. Naja. Dann fällt er den Brief langsam wieder zusammen. Dein Gesicht ist noch eine Spur blasser geworden. Jeden Tag greifen die Roten unsere Linien an. Sie beschießen uns mit Artillerie. Ich weiß nicht, wenn wir durchhalten, haben Sie Waffen für uns? Warum muss ich jetzt... Ich kann das gar nicht, ja? Hab ich nicht. Boah, lebt sich und blickt zur Tür. Du merkst, dass er mit sich hadert, ob er seine Soldaten rufen soll. Schließt er sich wieder und sieht dich ohne weiteres Wort finster an. Eine unglaubliche Stille erfüllt den Raum. Bitte nicht Moral. Mit schätzere Beherrschung, Hauptmann. So verhält sich ein guter Soldat und wahrer Anführer. Können wir bitte erfahren, wo sich der Goldzug befindet? Nö. Die Roten bringen die Goldreserve nach Novo Nikolask. Was sie dort damit vorhaben, wissen wir nicht. Vielleicht ist es nur ein kurzer Zwischenstopp. Wer weiß. Unsere Agenten werden den Goldzug sabotieren. Mit das Glück können wir die Weiterfahrt um ein paar Tage verzögern. Hoffentlich gelingt es den Roten nicht, ihn zu reparieren, bevor sie dort eintreffen. Warum stellen sie den Sabotagen nicht auch gleich das Gold sicher? Ich würde den Roten das Gold nur zu gern abnehmen, aber ich habe eine Stadt zu verteidigen. Wir werden unablässig angegriffen.
Und außerdem, sie haben genug Soldaten und ausreichend Platz in ihrem gepanzerten Zug, um das Gold an sich zu nehmen und unsere Truppen zu vergeben. Wenn alles nach Plan läuft, erwarten sie meine Männer in Novov. Du redest mit Belov noch kurz über den Bürgerkrieg. Er beantwortet deine Fragen ohne große Begeisterung und befiehlt deinen Truppen, alsbald sich zum Zug zurückzubleiben. Jetzt muss ich wieder das nächste erreichen. Ja gut, das müsste ich eigentlich schaffen. Außer sind wieder so komische Dinge im Laufen. Okay. Dann machen wir hier den Wald. So, da brauche ich nicht so viele. Nehmen wir den Fitten hier. Nehmen wir den hier mit. Und den halt noch mit. Na komm, das machen wir nachher. Machen wir nicht jetzt, jetzt geht's ums Sammeln. So. Ah! Mensch, wir haben die Gegend nach brauchbaren Dingen durchkämmt. Eigentlich schaffe ich mit tollpatschig. Hat giftige Berge gesagt, komm! Und den gefallen. Ey. Wie blöd seid ihr eigentlich? Also ich habe hier nur Deppen in meiner Truppe. Der hat nur rote Sachen. Holzhacken. Okay, immerhin. Das Bild von überall. Ey, komm, echt, ihr seid doch solche Luschen. Ich will da gar nicht mehr hin. Hungrig, Arbeitsunfall. Komm, ihr seid doch zu doof zum irgendwas machen, echt. So, der Bahnhof ist ruhig in der letzten. In der Ecke ist jetzt eine Gruppe bedrückter Kinder. Der Anblick ist dir vertraut. Kriegsweisen, die auf die Rückkehr der Väter warten, auf unseren jeden Zug inspiziert durch das Dorf kommt. Du hast lernen müssen, die Enttäuschung zu ignorieren, die sich immer wieder auf ihre Gesichtern zeigt. Wenn dein Zug ihre Hoffnung nicht erfüllt, diesmal aber rennt eines der Kinder auf dich zu. Der Junge kann kaum älter als 8 sein. Bitte, ich komme auf einen nahen Dorf und soll Hilfe holen. Mein Vater und die anderen verteidigen es seit Tagen gegen die Roten. Wir können sie besiegen, das weiß ich, aber nicht ohne Hilfe. Ich flehe dich an, bitte hilf uns. Alle anderen weigern sich, diese Feiglinge. Oh, fast schon Tränen. Der Ton ist dir traurigerweise nicht fremd. Kein Dorf scheint in der Lage, sich selbst zu verteidigen. Gerade solche Ortschaften suchen die Roten in großer Überzahl heim. Es geht ihnen einzig darum, ihre Macht zu demonstrieren. Das Dorf des Jungen könnte bereits verloren sein. Wir tun, was wir können. Ja, würde ich sagen, oder? Weil das hier... Ja, Moral hoch. Du lauschst der Geschichte des Jungen aufmerksam, ohne sie in Frage zu stellen. Manche Einzelne geben sie keinen Sinn, aber insgesamt ist sie glaubwürdig. Er stammt aus einem Dorf, das schwer zu erreichen und da leicht zu verteidigen ist. Da einige Bewohner gedient haben, entschied man, sich zur Wehr zu setzen. Die Roten haben ein Lager in der Nähe, von dem aus sie schon mehrfach angegriffen haben. Da sie dagegen jedoch noch andere Probleme haben, fehlen ihnen die Soldaten, das Dorf zur Kurzzeit einzunehmen. Früher oder später wird es jedoch höchstwahrscheinlich geschehen.
Der Junge hat alles gegeben, um dich zu überzeugen, und jetzt ist er jetzt erschöpft. Du siehst dir noch, dass er sich über deine Antwort freut. Ja, geht doch. So, da ist das Versteck. Und da gehen wir auch hin. Jetzt muss ich mal gucken. Bahnhof. Kaffee. Immerhin plus Moral, aber ein Kaffee. Volle Moral. Ja, vielleicht sollte ich doch mal das machen, aber Alkohol ist auch sehr teuer. Okay, dann kann ich vielleicht doch mal nach Moral gehen. Wie sieht denn das aus bei meinen Männchen? Wer hat denn, wo ist denn die Übersicht, die Gesamtübersicht? Wir hatten an hier. Der hat er hier zum Beispiel. Okay, negative Eigenschaft. Okay. Ist der Alkoholiker? Hungrig. Chaotisch. Dann kriegst du das halt auch. So. Das sind schon ein paar, wo wenig Moral haben. Ach, da hat sogar noch was hier. Bonus. So, kriegst du auch was. Und du kriegst auch Wodka. Genau. Na komm, Madame, du kriegst auch was. Und dann war's das eh. Aber dann wäre schon die Gesamtmoral etwas besser.